Und hallo YouTube und willkommen zu Folge 9 von Elder Scrolls zusammengefasst. Und nachdem wir uns in den letzten Folgen die Spiele der Elder Scrolls Hauptreihe und die Handlung ihrer DLCs und Erweiterungen angesehen haben, geht es in dieser Folge um die Handlung des ersten Elder Scrolls Spin-Offs. Es geht um An Elder Scrolls Legend Battlespire. Ursprünglich war Battlespire als Erweiterung von Daggerfall gedacht gewesen, doch schließlich wurde aus der Grundidee ein eigenes Spiel entwickelt. Erschienen war Battlespire dann als Action-Rollenspiel am 30. November 1997. Obwohl nun ein eigenes Spiel, war Battlespire relativ klein und vor allem für sehr viele Bugs bekannt. Mehr als man es von Bethesda sonst gewohnt ist. So konnte Battlespire nicht wirklich an den Erfolg von Daggerfall anknüpfen. Innerhalb der Welt von Tamriel findet Battlespire im dritten Zeitalter während der Herrschaft von Jaggar Tharn, also zur Zeit von Elder Scrolls Arena, statt. In Battlespire nimmt der Spieler die Rolle des Lehrlings ein. Ein Schüler der Kampfmagier des Kaiserreichs, die in diesem Reich eine sehr hohe Stellung haben. So ist der oberste Kampfmagier der wichtigste Berater des Kaisers. Ihre Ausbildung erhalten diese Kampfmagier in der namensgebenden Battlespire. Einer Schule, die sich außerhalb von Mundus befindet und in einer eigenen Ebene zwischen Mundus und Oblivion liegt. Der Schüler steht zu Beginn des Spiels vor seinem finalen Test, um ein vollwertiger Kampfmagier zu werden, und kommt daher auch in die Battlespire. Als man dort aber ankommt, stellt sich rasch heraus, dass es einen Angriff auf die Schule gegeben hatte. Als der Schüler in der ersten Ebene dort ankommt, findet er dort Leichen und Monster, und auch ist der Weg zurück nach Tamriel durch ein dädrisches Siegel blockiert. Der Schüler muss also herausfinden, was geschehen ist, und die höheren Ebenen der Battlespire erreichen. Dabei findet der Held auch immer wieder Notizen seines oder ihres Partners. Spielt man hier einen männlichen Charakter, so ist dieser Partner die Magierin Vatasha Tranell. Spielt man aber selbst einen weiblichen Charakter, so ist es der Zauberer Josian Cade. Von diesem Partner findet man durch die Battlespire hinweg immer wieder hilfreiche Nachrichten und Notizen, die den Spieler weiterführen. Auf dem Weg durch die verschiedenen Level trifft man dann auch auf einige andere Charaktere, durch die man mehr über den Vorfall in der Battlespire und den Angriff der Daedra erfahren kann. Auf der ersten Ebene ist dies zum Beispiel der Magier Clarentavius Valisius. Er ist ein älterer Zauberer, der einzige Überlebende auf der ersten Ebene zu sein scheint. Dieser ist zunächst sehr froh, den Spieler zu sehen, doch als er versteht, dass dieser allein ist und nicht die kaiserliche Legion und kein Heer zur Rettung der Battlespire mitgebracht hat, wird er völlig hoffnungslos. Dennoch aber ist er gewillt, dem Spieler zumindest soweit er kann zu helfen, um den Weg zu den höheren Ebenen zu öffnen. Je weiter man dann durch diese Ebenen vorankommt, desto klarer wird, dass es Merunes Dagon war, der die Battlespire angegriffen hat, um sie zu erobern und zu seinem Reich hinzuzufügen. So wird es die Mission des Schülers, Merunes Dagon aufzuhalten. Bereits auf der zweiten Ebene erwarten den Spieler dann mehrere gefährliche Daedra und er muss die leeren Führer finden, die es ihm erlauben, in die höheren Ebenen zu reisen. Aber auch die Daedra suchen nach diesen. Die dritte Ebene wird das Seelengrab genannt und es handelt sich dabei um einen Teil des Seelengrabes, das wir auch aus dem Skyrim-DLC Dawnguard kennen. Wie sich zeigt, führen die verschiedenen Ebenen der Battlespire zum Teil auch durch einige Reiche von Oblivion. Das Seelengrab wird besonders von Untoten heimgesucht, die dem Spieler zur Gefahr werden. Und hier müssen 4 Siegel gefunden werden, um den Weg nach oben zu öffnen. Die Ebene darüber, die vierte Ebene, ist dann Teil von Nocturnals Reich des ewigen Zwielichts. Diese vierte Ebene ist auch die längste der Battlespire und der Schüler muss viele Punkte der Ebene erreichen, Daedra besiegen und Wege öffnen, bis er weiter fortschreiten kann. Man muss 4 Hebel aktivieren, das Buch des Rades finden und mehrfach das geheime Schlüsselwort Dusk anwenden, um diese Ebene verlassen zu können. Die fünfte Ebene trägt dann den Namen Chimäre der Verwüstung, ein Ort, an dem auf den Helden schlichtweg Jagd gemacht wird, um ihn zu töten. Und so wird Überleben das zentrale Ziel dieser Ebene. Allein vom alten Mann Chimäre kann man dort etwas lernen. Dieser hatte offenbar schon länger keinen Sterblichen mehr gesehen, doch nach einiger Zeit erzählte dem Helden doch etwas. Und zwar, dass er versucht hatte, Merunes Dagon zu besiegen, um die Battlespire zu befreien. Dazu hat er versucht, das dätische Artefakt der Haut des Erretters zu verwenden. Aber selbst mit dieser Rüstung hatte er gegen Dagon versagt. Dem Schüler erklärt er aber dennoch, wo er die Teile dieser Rüstung finden kann, die es dem Helden dann auch erlauben, den mächtigen Speer Bittere Gnade zu führen, den man benötigt, um den Jäger, der diese Ebene bewacht, zu besiegen.
Zudem offenbart der alte Mann den Helden, dass Merunes Dagon eine Schwachstelle hat. Wenn man die geheimen Namen von Merunes Dagon kennt, so kann man bestimmte Zauber gegen ihn anwenden und ihn wieder nach Oblivion verbannen. Dagon aber trägt auch einen bisher unbekannten und neuen geheimen Namen, der Neonymic genannt wird, der ihn gegen diese Magie schützt. Sollte es der Held aber schaffen, auch diesen geheimen Neonymic zu erfahren, so könnte er diesen nutzen, um den dädischen Fürst Merunes Dagon wieder nach Oblivion zu verbannen. Denn genau dazu sind die Namen eines Daedras entscheidend. Und auf der darauf folgenden 6. Ebene der Battlespire kann man eben jenen Neonymic erlernen. Doch nur von Imago Sturm, einem der obersten Offiziere von Dagon und einem Häuptling eines Dremora-Clans, kann man diesen Namen erfahren. Obwohl er einer seiner obersten Offiziere ist, ist dieser Dremora bereit, Dagon zu verraten, insofern der Held auch gegen zwei andere Dremora vorgeht. Imago ist der Ansicht, dass diese anderen Dremora Dagon dazu überredet hatten, Battlespire anzugreifen, was in seinen Augen keinen wirklichen Sinn hatte und nur die Kräfte der Dremora verschwendete. Seiner Meinung nach sollte Dagon in sein eigenes Reich in Oblivion zurückkehren und sich dort auf größere Pläne vorbereiten. Nachdem der Schüler also dann die anderen beiden hohen Dremora, Xivilai Moath und Phaedra Shardai besiegt hatte, erhält er von Imago den geheimen Namen von Merunes Dagon und kann endlich auf die finale und 7. Ebene der Battlespire vordringen. Dort findet sich Merunes Dagons Lager, wo auch der Partner des Helden gefangen gehalten wird. Warum Merunes Dagon ausgerechnet diesen Magier oder diese Magierin dort gefangen hält, ist aber unklar. Auf jeden Fall aber stellt sich der Held nun Merunes Dagon im Kampf. Bewaffnet mit der Haut des Erretters und weiteren Artefakten aus der Battlespire und vor allem mit dem geheimen Neonymic von Dagon. Und am Ende ist der Held dann auch siegreich und konnte den dädrischen Fürsten, zentral dank des Namens, den er von Imago bekommen hatte, schwächen und bezwingen. Und so die Battlespire und seinen Partner retten. Insgesamt enthält Battlespire damit eigentlich nur recht wenig Geschichte. Das zunächst nur als DLC konzipierte, dann aber zu einem eigenen Titel entwickelte Spiel, ist eher ein einziger großer Dungeon mit 7 Ebenen, die man durchqueren muss. Größere Story-Elemente, Abschnitte, Nebenquests oder ähnliches finden sich nicht wirklich. Dafür aber umso mehr Kämpfe und eine Reihe von Aufgaben, die am Ende aber meistens nur darin bestehen, einen Schlüssel für die nächste Ebene zu finden oder zu erschaffen. Entscheidend für den geringen Erfolg von Battlespire waren aber neben den sehr wenigen Rollenspielaspekten und der wenigen Story am Ende aber vor allem die vielen Bugs des Spiels. Darunter sogar einige, die einen gespeicherten Spielstand beschädigen oder vollkommen zerstören konnten. Dennoch startete Elder Scrolls Legends Battlespire den Trend von weiteren Titeln, die in der Welt von Tamriel spielen, aber nicht zur Hauptreihe von Elder Scrolls gehören. Weitere von diesen Spin-off-Titeln und ihre Geschichten werden wir uns in den nächsten Folgen noch ansehen. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge von Elder Scrolls zusammengefasst. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video in die Kommentare schreiben und ich sage danke an meine Patreons und tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei Elder Scrolls zusammengefasst.